Ja Leute, was geht? Ich habe mir heute überlegt, ich habe die erste Demo-Version von meinem Boxinhalt bekommen, wie ihr das gerade seht. Ihr werdet das auch so in Einzelteilen kriegen, ihr werdet das alles in einem Karton kriegen. Das Gehäuse wird schon bereit sein. Ich muss auf jeden Fall erwähnen, das ist eine Demo-Version. Das hier, 1:1 das hier werdet ihr nicht in der Box kriegen. Ihr werdet ein bisschen anders mit meinem Design und so alles mögliche. Ich wollte jetzt einfach nur euch zeigen, wie das im Grundprinzip aussehen wird. Ihr werdet dann ein Gehäuse kriegen mit komplett Kunde ist König Design und werdet dann hier die Einzelteile kriegen. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie einfach das ist, den Boxinhalt aufzubauen. Das habe ich nicht aufgebaut, das müsst ihr auch nicht später aufbauen. Das wird schon so kommen. Hier könnt ihr euer Gemüse, eure Aubergine, Tomate mit Zwiebel und dann könnt ihr das so als Spieß drauf machen. Aber das brauchen wir nicht, weil wir wollen Döner essen. Wir wollen Fleisch haben. Für unser Fleisch brauchen wir als erstes das hier, die Untertasse. Das ist voll einfach. Das ist eigentlich einfach nur Puzzle. Das ist die Untertasse, das ist der oder Unterteller und das ist noch ein Unterteller für das Fleisch. Hier kommt das Fleisch drauf, hier kommt ja nicht das Fleisch drauf. Machen wir so. Ein bisschen drehen, so, jetzt hängt das ganz drin. Haben wir nur noch einen Teil übrig, das ist das Hauptding, das bringt das Fleisch zum Drehen. Das packen wir auch einfach oben drauf. So, zack. Und hier am Ende, zeig mal, das hier tun wir einfach hier rein und machen so. Bis zur Veröffentlichung von meinem Album werde ich auch in die Box ein kleines Rezept machen, wie ihr den perfekten Spieß machen könnt. Da brauche ich selber noch 1-2 Wochen. Ich werde ab heute jeden Tag zu Iftar, werde ich mir den perfekten Spieß machen. Und ich habe lange Zeit, den perfekten Spieß zu erfinden mit den perfekten Zutaten. Dann werdet ihr auch auf jeden Fall in der Box so eine kleine Mert-Dönerspieß-Zutat werdet ihr kriegen, damit ihr auch den perfekten Spieß machen könnt. So, wir haben hier jetzt unseren Spieß. Wie gesagt, zum Spieß werde ich nochmal ein extra Video machen, wie man den perfekten Spieß zubereitet. Ich möchte heute nur euch zeigen, weil der Spieß wird ja nicht mein Boxinhalt sein. Das ist mein Boxinhalt, den Spieß müsst ihr selber machen. Und zum Spieß werde ich halt, wie gesagt, noch ein extra Video machen und euch zeigen, wie man den Baba-Spieß macht. So, ich hoffe, das bricht nicht auseinander, Digga. Ich muss das ein bisschen pressen. Okay. Ja, sieht schon mal gut aus. So, ich glaube, das dauert jetzt erstmal eine Weile, bis das Ding ganz warm wird. Ich hoffe, mein Spieß bleibt auch so stabil. Der sieht ein bisschen aus, gerade wie der Turm von Pisa. Ich mache am besten eine Stoppuhr. So Leute, ich habe die Stoppuhr gestartet. Jetzt warten wir einfach, bis das warm wird. Ich schwöre es euch, es ging schneller als ich gedacht habe. Wir haben schon 17 Minuten. Der Spieß ist am Schwitzen. Das ist immer ein gutes Ergebnis. Und ich wünsche, ich schwöre, ich wünsche, ihr könntet das riechen, was ich gerade rieche. Aber irgendwo bringt mir das auch schlechte Laune, weil das erinnert mich an meine alte Zeit, wo ich noch im Dinnerladen gearbeitet habe. Ich glaube, wir brauchen noch ungefähr so 5 Minuten. So, ich sag mal so, perfekte Zeit, 25 Minuten, denke ich mal. Was ich auf jeden Fall sagen muss, Leute. Wegen den Richtlinien in Deutschland muss ich die Box verschieben, weil dieses Gerät hat kein CE-Zertifikat. Das ist so ein Sicherheitszertifikat, was man braucht, um in Deutschland so Elektrogeräte zu verkaufen. Deswegen wird die Box verschoben auf ungefähr August, ich weiß noch nicht wann. Seid mir nicht sauer, ich bin am meisten darüber abgefuckt, weil die Vorverkäufe laufen so brutal. Ich will eigentlich so schnell wie möglich damit raus. Wir müssen das jetzt leider verschieben für die Sicherheit, für eure Sicherheit. Er wird nie müde, er wird nie schwach und er ist immer vorm Chef im Geschäft, ihr wisst Bescheid. Also, wir packen keinen Spieß in die Box, wir packen nur das Gerät in die Box. Oh, hier ist der langsam ein bisschen aufgegangen. Leute, was ich nochmal wirklich erwähnen muss, jeder Mensch mit einem normalen menschlichen Verstand kann sich denken, dass ich keinen Plus machen kann an der Box. Weil die Box wird am Ende 40 Euro kosten. Das Gerät werdet ihr nirgendwo günstiger als 40 Euro kriegen. Plus, auch wenn es günstiger ist als 40 Euro, ist noch eine CD drin, ein Poster und Sticker und so weiter. Ja, ne,
Glaubt mir, ich schwöre auf alles, ich mache Minus mit der Box. Das wird hier immer größer, das gefällt mir gar nicht. Eigentlich muss man den Spieß, muss man so eigentlich einen Tag in der Gefriertruhe lassen, damit er so steinhart wird, dann wird der noch nicht Dings. Wir haben den frisch gemacht, das ist das Problem, Digga. Das wird hier gleich, glaube ich, noch mehr. Das wird auseinanderfahren. Ja. So schön, Digga. Auf jeden Fall, Leute, das ist gerade ein Kilo Hackfleisch mit unseren eigenen Gewürzen und so weiter, mit unserem eigenen Rezept. Besser gesagt von Atamja das Rezept. Auf jeden Fall, was ich euch zeigen wollte, ist, dass der Spieß auf jeden Fall funktioniert. Und wir haben gesehen, die Maschine funktioniert ein bisschen zu gut. Nächstes Mal werde ich direkt diese Dinger dran machen. Guck mal, dann hält das auch. Und das Gute ist, das dreht sich hier mit. So, Leute, das ist eiskalt, das erste Stück. Atamja, probier mal. Sei ehrlich, ist dein eigenes Fleisch. Ist gut? Leute, ihr werdet Spaß haben, ich sag's mal so. So, Freunde, wir haben jetzt den Spieß abgepackt. Ihr habt gesehen, das Ding funktioniert. Und ja, Leute, bestellt euch die Box vor. Die Box wurde nur für euch gemacht. Deswegen heißt mein Album auch Kunde ist König. Wenn ihr Kunde werdet, dann werdet ihr auch zum König. Und ihr könnt zu Hause euren Döner machen. Jederzeit. Und wie gesagt, zum Spieß, gib mir noch 2-3 Wochen. Ich werde den perfekten Spieß herstellen mit den perfekten Zutaten und mit der perfekten Taktik, wie genau das, was gerade passiert ist, nicht passiert. Also, dass das nicht so auseinanderfliegt. Ich habe jetzt schon, glaube ich, eine Idee. Man muss das so spitz machen, den Spieß. Wenn man den spitz macht, dann ist es auch halt. Aber ich gucke, ich lasse mir auf jeden Fall die perfekte Taktik und die perfekten Zutaten einfallen lassen. Ansonsten einen erfolgreichen Ramadan. Bestellt euch die Box vor, Kunde ist König. 10.7. leider nicht mehr. Es wird ungefähr einen Monat verschoben. Ihr werdet aber auf dem Laufenden bleiben. Und Leute, checkt die Links zu der Tour ab. Ich bin vielleicht in eurer Stadt. Kommt vorbei, wir machen eine geile Tour. Ciao.